Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich mal das Rätsel hier unten gelöst, wo wir dieses blöde Ding hier auf dem Boden fallen ließen müssen. Und ja, da geht es dann irgendwo weiter. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch mal hin. So, warum sind hier keine Sturmtruppler? Hier sind doch immer welche am Rumlaufen gewesen. Jetzt nicht mehr anscheinend. Alles klar. Ja, okay, ich habe jetzt ja auch was kaputt gemacht, also halt, ach, das habe ich, ja, ich habe ich das da aktiviert. So, was ist, ich wollte schon sagen, was ist hier? Hier war irgendwie nichts auf den ersten Blick. Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Miktol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Also ich. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden. Falls noch eines existiert. Ein Astrium. Was sind diese Dinger eigentlich? Achso, er hat das gemacht. Ich wollte schon sagen. Aber ein Schlüssel. Stimmt, ich wollte schon sagen, wieso tauchen Hologramme auf, wenn ich irgendwie Ruinen untersuche. Aber BD1 hat das gemacht. Okay. So gut, ich habe es gemerkt, alles klar. So. Was haben wir hier? Jetzt ganz oben, ne? Ich hätte gedacht, wir wären nach unten gegangen, weil ganz unten war irgendwie, also. Aber okay. Ja, und los geht's. Rauf und gib mir Zeug. Alles ist miteinander. Ich nehme an, alles ist miteinander verbunden, ne? So. Gibt es auch irgendwas anderes außer Ponchos? Ich will darauf keine Antwort, aber wenn das der Fall ist, dann ist das ein bisschen enttäuschend. Ja. Jetzt mal mit so einer anständigen Jedi-Kutte. Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist ja schon mal gut. Ne, boom. Und weiter geht's. So. Ja, macht jetzt immer im Sprung den Magneten. So, oh Gott. Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Oh, ich bin so böse. Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Ach da. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Ich werde es niemals kommen sehen. Das gibt's nicht. Boah. Wieso krieg ich denn das nicht hin? Oh, krieg ich hier wieder was? Eine Suchdroiden-Steuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Einfach nur eine Werkbank finden und schon kann ich wieder was Neues machen. Also, ein bisschen komisch. Kann ich nicht alles an einer Werkbank machen? Sind da irgendwie Werkzeuge drin, die in anderen nicht drin sind? Der holt immer das gleiche Teil, nämlich raus. Der imperiale Suchdroiden kontrollieren. Okay. Steuerung. Ja, und die Steuerung ist jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie weg gerade. Ich habe irgendwie nicht mehr im Kopf, wie alles geht hier. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. So. Na, das ist schon mal eindeutig. So, alles klar, aber ich erkunde erstmal hier ein bisschen. Ach, wir sind hier. Weil ich nehme an, wir können jetzt eine ganze Ecke hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Ach, was? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Jetzt sei mal nicht so paranoid. Schon alles okay, ja.
Traum, ich meine nicht. Alter, wo gehen wir hin? Hier so weit nach unten wollte ich eigentlich nicht, weil mir ist irgendwie, ach, jetzt kommen wir da unten hin zu hin. Da will ich eigentlich nicht hin. Hi. Oh Gott. Also ich habe eigentlich kein Business hier, also tschüss. Ja, okay, da ist jetzt was. Ah. Ja, ich werde ehrlich gesagt erstmal diesen Planeten hier verlassen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir haben jetzt Griff, wir haben Schub, wir haben alles möglich. Ich würde mal gern wieder zum anderen Planeten gehen, und zwar den ersten Planeten, auf dem wir waren. Ich habe den Namen vergessen, Batromir. Irgendwie sowas. Da würde ich dann doch mal gerne ein bisschen Erkundungen machen. Ich habe erstmal die Schnauze voll von diesem Planeten. Wir sind schon ein bisschen zu lange hier, finde ich. Ich bin jetzt gerade bei 50% exakt. Und ja. Weiß ich nicht. Die Hälfte davon haben wir schon irgendwie nur auf diesem Planeten verbracht. Ich will mal irgendwie einen Tapetenwechsel haben. So, hier war da irgendwie was, ne? Wenn ich mich nicht irre. War irgendwie so eine Wand oder so. Na ja. Und dann war da, glaube ich, irgendwo noch so eine Tür da unten, ne? Was? Habe ich den gerade wieder angemacht? Ich habe den damit angemacht, was? Dreck. Okay, ich muss nicht L2 drücken, um mich da festzuhalten. Ja, schon mal gut. Ich hoffe wirklich, das Ding tut da nicht instant killen oder so. Ist wahrscheinlich genau der Fall, ne? Pass auf. Lass mich ja durch, danke. So. Hey, BD, hier drin. Zeig mal, was du gefunden hast. Aurodium. Gott. Ich habe doch angegriffen, Mann. Boah. Immer diese Kleinigkeiten. So. Untersuchen. So. Ich weiß, der Typ ist ja noch am Umlaufen. Ich muss auf die andere Seite von dem Ding. Oder ist da irgendwas zum Hacken? Nee, ne? Warte mal, da auf der anderen Seite. Ah, okay, da komme ich rüber, alles klar. Ja, war klar. Und ich war so weit entfernt von so einem. Ich wollte mich gerade heilen, aber dann hat er mich abgeknallt. Aha. Und ich dachte, ich hätte irgendwie das Spiel so langsam mal raus, ne, aber ne. Irgendwie nicht, glaube ich nicht. So, jetzt muss ich wieder einen halben Weg hier hinlaufen. Das ist schon mal sehr gut, den Aufzug wieder fahren und so. Oh. Konnte ja kein Speicherpunkt in der Nähe sein, ne. Ich wollte dann auch gerade verlangsamen, aber es ging irgendwie nicht. Er hat mich gerade gehauen. So. Habe ich ein bisschen schwer, sind die Ladezeiten. Jetzt ganz ehrlich. Also, er dauert mir ein bisschen lange immer. Das ist echt irgendwie so eine halbe Minute, die ich immer hier warten muss, wenn ich sterbe. Und dann sterbt er einfach nicht, ne? Was? Auf den Arm nehmen. Im einen Gebiet waren gar keine Sturmtruppler. Und sonst auch immer welche sind. Jetzt taucht er direkt hinter mir auf. So, mach ich jetzt da lang, ne? Ja.
Natürlich habe ich den Typen erstmal kaputt. Das kann ich nicht. Nee. So, den knöpfen wir uns jetzt noch mal vor. Ich werde ihn erschießen. Ich kann nicht mehr kämpfen. So. Nein, nein. Da wollte ich noch nicht durch. So, du. So, jetzt kriege ich meine Macht zurück. Oh. Du Pisser. Brust hat. Oh. Ich keinen Bock auf sowas. Oh. So, hier. Bitte dran festhalten, danke. Ein imperialer Offizier hat ihren Relikt versteckt. Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangen. Aber ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. So, da komme ich wieder zurück zu Dings, ne? Na, gehen wir da durch. Ich will jetzt erstmal weg hier. Wir sind auf Bartomir hier als erkunden, wenn es geht. Vielleicht hier und an, hier und da vielleicht hat eine, weiß ich nicht, Lebens ab und so bekommen oder Macht ab. Und ach, ich bin hier. Oh. Ich dachte, da wäre der Weg ja zum Moment ist. Aber warum kann ich ja nicht schnell reisen machen? Oder so eine beschissene. Oder so eine beschissene Orientierung, Mann. Aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal rumlaufen? Nee, ne? So, da ist ein Aufzug, dann komme ich ja. Muss ich wieder einen Umweg nehmen? Was soll's? Geht halt nicht anders. Also jetzt weiß ich nicht, teleportieren und so zurück zur Menz gehen, ja, kann ich verstehen, dass die halt nicht machen, weil die wollen ja halt, man hat sich das erkämpft oder so, nehme ich an. Aber so mindestens dass man sich irgendwie zwischen einigen Meditationskreisen hier so hin teleportieren könnte, wäre auch nicht schlecht gewesen, finde ich jetzt. So, wie komme ich jetzt zurück zum Mantis? Das ist jetzt wieder die Frage, ne? Das hilft auch nicht besonders, dass die Karte so schlecht ist. Also für mich kommt so eine Art Karte nicht klar. Aber ja, was willst du machen? Was für ein? Was bist du für einer? Das wird ein Kinderspiel. Alter, warum visierst du das Ding an? Hallo? Was war das denn jetzt schon wieder? Boah. Wieder erwachen, was? Ja, ist das storymäßig irgendwas? Ja, hallo. Was gerade passiert? Das musste passieren, oder? Was gucke ich mir gerade an? Okay, das musste passieren. Ich wollte schon sagen. Mein Gott. Sind wir? Ich
glaube, BD ist nicht bei mir, oder? BD1. Ja, ich habe doch, für mein Abenteuer auf Zepho wird noch weitergehen. Oh, nee. BD? Aha. Wo immer hier ist. Ich komme einfach nicht weg von diesem Planeten. Ist das ein Stromkabel? Ah, wo ist hier so ein Ding? Alles klar. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Auf zurück. Also, warte. So, ich übersehe schon wieder was vollkommen offensichtliches, ne? Pass auf. Alles klar. Okay. Ja, auch noch was. Warum muss ich mich jetzt hier nur mit der Macht durchkämpfen? Das wird nervig. Verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Oh, die Karte kann ich auch nicht aufrufen. Ohne BD. Seid schon tot, oder? Okay. Der aber nicht. Mein Lichtschwert ist weg. Also das Gefühl, ich muss ja rennen. Irgendwann. War wieder ein Rätselspaß hier, meine. Meine Lieblingsaktivität in diesem Spiel. Es hat jetzt Strom. Ich brauche noch so ein Ding, danke. Ist das? Controller am Vibrieren, also ah.
Nö. Okay. Hier ist noch so ein Teil. Bringt's aber nicht. Na, auch nicht. Ich komme gar nicht so weit. Dann gehen wir da rein. So. Das hat etwas bewirkt. Die Tür ist auf. Waren da nicht Monster drin? Also, boah. Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Ja, wird schon gehen. Immer schön locker bleiben, Knorke. Immer schön geschmeidig bleiben. Ich glaube, ich werde beobachtet. Hi, wie geht's, na? Ich dachte erst einmal irgendwie eine Kamera oder so, aber nö. Ist nur das, wie ich. Ich werde so was von irgendwas hier verfolgt gleich. Pass auf. Das ist nicht gut. Bin ja runtergefallen? Danach, als würden die sich irgendwie an so eine Stange so runterangeln. Ja. Ah, komme ich von hier aus zurück? Ja, ne. Warte, wo? Wo ist er? Ich mach da mal raus. Ah, guck mal. BD1. Bist du das? Da bist du. Bist du okay? Komm hier hin. Ich hol dich da raus. Du kannst dich nicht bewegen. Was macht denn das Ding, ja? Da unten, okay. Gott. So, ich will aber noch sehen, was da ist. Nichts. Gut. So viel dazu. Na, komm mal her. Darum sehe ich schon wieder was. Ja, damit kann ich bestimmt. Komm mal her. Mach mal 100 Ding auf, oder? So. Ich habe das Gefühl, BD1 zu holen ist erstmal wichtiger. Hey, na? Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Okay. Warte, du wolltest gerade irgendwas machen. Also. Aus dem Weg. Erledigt. Oh. So, du, komm mal her.
Nein, daneben. Ich verstehe nicht, warum der volle Möhre irgendwie nach rechts irgendwie schwingt. Ja, wie soll ich denn das vernünftig machen? Okay. So, langsam. So. Hier ist noch nicht mal was. Komm schon. Hey. Boah. Ich dachte, ich habe ja was voll Geheimes gefunden. Und dann ist hier gar nichts. Ah, wird meine Neugier mal auch noch bestraft. So, ich meine, hier müssen wir hin, ne? Kein Problem für dich, oder? So. Ach da, okay. Und nun? Hm. Ich jetzt als nächstes lang. Da. Ja. BD, ich bräuchte hier etwas Strom. Nun, oh, warte, ich nehme an, ich weiß was. Nein, ist schon gut, ist schon gut. Also ich bin erst 2 Sekunden ja was da machen, ne? Ne, ich glaube, da war richtig. Aber willst du mir hier für einen Hinweis geben? Ja, du musst die Kabel da reinstecken, ja, das so da. Er hat gesehen, wie schlecht ich irgendwie in den letzten Rätsel war. Hat ich nur gedacht, so, den helfen wir mal direkt. Den hoffnungslosen Irren. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Das sieht nach Arena aus. Hey, ich kenne diese Band. Die klingen aber nicht so gut wie die Typen. So, ich würde sagen, wir machen ja noch mal weiter. Die Gefahr auf, dass das ein bisschen länger dauert, aber weil ich will das bisschen irgendwie in ein Stückchen machen. Hi, wer bist du? Und wer bist du? Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, ja, gib mir mal den Shit zurück. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Oh, ist wieder. Das war dickes. Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderer der Vergangenheit. Und das von ihnen erbrachte Opfer. Oh. Hey, kleinen Fliegen, geht mal weg. Kein Nerv für sowas. Oh, warte mal. Nein. Ja, okay. Ich glaub, das macht den Kampf ein bisschen einfacher. Oh.
kommst du nicht runter und kämpfst selbst. Ich muss doch meine Credits zählen. Hast recht, ihr redet echt zu viel. Oh nein. Komm, wir facen. Warte, jetzt schon wieder. Oh Gott. Und jetzt bin ich gleich tot. Oh nee, was ist das schon wieder? So ein fetter Typ. Durchkommt der sofort auf mich los. Na wat? Aber doch klar, dass ich so abschneide, ey. Ja klar, dass ich bei so einer Horrorshow irgendwie so abschneide. War schon so viel Stimpacks um die normalen Viecher jetzt zu erledigen. Auf dem Weg soll das ja auf normal nicht so schwierig sein wie auf Großmeister. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Allein, dass ich schon irgendwie mehr Schaden fresse, das macht schon einen Unterschied, nehme ich an. Und weiß ich nicht, das steht irgendwo da unter den Optionen, glaube ich. Also ja, das, nee, das glaube ich nicht eine Sekunde. Das hat mich genauso schwierig auf normal ist, also. Gucken wir mal. So. Wo guckt man das nach? Da. Paradefenster. Ein Gegner Schaden, Gegner Aggression. Im Vergleich zu, also hier die Ritter nehme ich jetzt mal an. Nee. Ja, tut mir leid, aber das glaube ich nicht. Gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part hier, habe ich mein Lichtschwert, nö. Und ja, würde ich sagen, dann versuchen wir noch mal in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.